Ah, ich bin Autor schon. Wer besser Mann, ihr seid auf meinem Kanal. Und was euch heute erwartet, das wird ihr in mir zusammenfassen. Heute nehmen wir den Skoda Enyaq unter die Lupe. Meine Frau spielt Koffer. Wir werden von der Polizei verfolgt und passen dazu die Dashcam-Abenteuer. So, dann werden wir heute mal ein anderes Elektroauto fahren. Wir sind heute unterwegs mit dem Skoda Enyaq. Ich bin gespannt. Ein kleines Display hier, ein großes Display da. Ja. Viel Platz, auch für den kurzen. Oh, ist erstmal schön. Eine schöne Einstiegshöhe. Ja. Dann gucken wir mal. Das ist der 80er. Und er ist gespannt, was ein Tesla-Fahrer zum Enyaq sagt. So, auf D schalten. Und los geht die wilde Fahrt. Ein großes Lenkrad. Das ist wirklich groß. Das ist ja wie ein LKW hier. Guck mal. Ja, da. Fahr mal in die Richtung. Oh, das war sich noch einer was Blinker. Geräuschbeschwerden und Tesla. So, also das Lenkrad ist wirklich riesig. Wirklich ein riesiges LKW-Lenkrad. Unten abgeflacht. Das ist wahrscheinlich Sportlichkeit suggerieren. Aber ansonsten, er fährt sehr smooth. 58 fahre ich übrigens schon wieder. Ah, jetzt vermisse ich es schon. Also er rollt aus. Ich vermisse dieses One-Pedal-Driving schon sehr. Also er hat Lenkradheizung, das sehe ich hier gerade. Höhere Rekuperation rein. So, stehen. Irgendwie da. Eins. Eins. Oh. Drei. Okay. Ja, ist vernünftig, glaube ich, ne? Hier so mit Beschleunigung ist ganz gut. Ja, ist ja auch der 80er, ne? Ja, gut. Also es ist natürlich, wie in jedem Auto, ist es eine Umgewöhnung, wo ist jetzt was, wo stelle ich was ein. Das übermannt einen schon, wenn man das hier so sieht. Gerade das große Display, steht unheimlich viel drauf, es ist unheimlich bunt auch. Also das kenne ich jetzt so vom Tesla nicht, dass es so arg bunt ist. Aber Rekuperation merke ich gar nicht, die höchste Stufe drin. Normal, Komfort und Sport. Wenigstens ist es Touch. Ah, okay. Und er bleibt nicht selber stehen. Lasse ich das Gas los? Die Bremse natürlich? Nee, doch nicht. Also wenn er einmal steht, steht er. Auto hold. Okay. Also das heißt, ich muss den Wagen selbstständig zum Stehen bringen. Dann kann ich aber alles loslassen, dann steht er. Witzig, dass es im Elektroauto einen Eco-Modus gibt. Aber gut, ich dachte, das ganze Auto wäre Eco-Modus. Ich fahre mal im Komfort. Die Sitzposition habe ich mir jetzt nicht eingestellt. Ich habe mich jetzt reingesetzt und bin losgefahren. Wahrscheinlich gibt es da noch was zu verbessern. Ich sehe mich von der Seite nicht. Mein Sitz ist übrigens nicht elektrisch verstellbar. Bitte was? Was ist denn für Quatsch? Schwarz macht einen schlanken Fuß. Dieses Modell stand bei dem Händler auch nochmal auf dem Platz mit diesem Mint-Ton, in diesem Mint-Grün oder was das ist. Da wirkte er für mich jetzt um ein Vielfaches größer. Also nicht um ein Vielfaches, aber er wirkte schon sehr viel größer. Oder was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Und er hat, wenn ich das richtig höre, dieses Avas.
was der Tesla nicht hat, ist, dass dieses Fahrzeug hat ein Fahrgeräusch. Das ist natürlich sehr dienlich für Fußgänger, dass sie das Auto hören. Ich habe sehr viele Videos, die hänge ich hier mal dran. Da könnt ihr angucken, unglaublich witzig, wo Personen den Tesla nicht gehört haben. Ich holze sie natürlich nicht um, aber es ist schon spannend zu sehen, dass die den Wagen schlichtweg nicht gehört haben. Und dieser Wagen hat das hier. Allerdings ist es bei 50, 60 Stundenkilometern eben sowieso hinfällig, da die Abrollgeräusche der Reifen bei jedem Auto ungefähr so laut sind wie bei jedem anderen Auto. Und dann hört man den Wagen in der Regel. Oh, ja. Wow! Oh, schön! Also ihr seht, ich habe hier für, das bin ich vom Tesla nicht gewohnt. Kriegen hier einen leichten Dreh, aber ich habe hier einen unglaublich kleinen Wendekreis. Das gefällt mir sehr gut. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist beim Tesla irgendwie doch ein bisschen anders. Das ist ein Pluspunkt. Definitiv. Die VAG hat das hier in dem Auto nicht ganz so übertrieben mit den Knöpfen. Also man hat hier ein paar Knöpfe und dann ist auch gut. Und am Lenker noch ein paar und dann kann man hier alles schön mit bedienen. Also er hat induktive Ladeflächen für Handys, die sehr, ich sag mal, ordnungshüterfreundlich so angeordnet sind, dass wenn man das Handy reinlegt, man nicht aufs Display gucken kann. Ja, okay, dann halt so. Und mit diesem wunderschönen Blinkgeräusch werden wir uns mal aus dem Innenraum erstmal verabschieden und schauen uns das Auto von außen an. Also Rückwärtsgang. Parkbremse, er geht automatisch. Hier ist irgendwie Ton gewesen auf neutral. Jetzt möchte ich doch mal hier ausprobieren. Hier. Auf Wiedersehen. Ja, okay, tschüss. Was ist das? Das drücke ich jetzt. Fabelhaft. Fahrzeugpapiere. In so einem extra kleinen Fach mit einem extra Knopf dabei. Sehr gut. So. Okay. Dann machen wir mal die Haube auf. So, beim Tesla ist es der Frank. Hier. Oh. Ah ja, okay. Wow. Ist es euer Ernst? Jetzt ohne Mist? Leute. Ja, würde ich sagen, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Das ist natürlich totaler Quatsch, oder? Das ist ja Mist. Naja, dann ist das halt so. Achtung. Rums. Was sagt der Kofferraum? Hüpf doch mal rein. Dass ich den Panikknopf schon gefunden habe. Sehr gut. Sehr viel Platz. Ja. So, und ich ahne. Keine Ladekante. Genau, und ich ahne was? Ah ja. Eine Verstaumöglichkeit für alle möglichen Sachen. Und ich meine, das kann man hier auch noch irgendwie hoch und runter. Ich weiß noch nicht genau wie. Da blinkt was. Ich glaube, das ist der Panik. Aber da ist irgendwas mit Anhängerkupplung. Achso, die ist hier rausgekommen. Oh. Zack. Anhängerkupplung. Ja, und wenn man sie jetzt nochmal drückt oder zieht in dem Fall. Ich weiß nicht, ob man die erst lösen muss. Und dann. Ah, verschwindet sie. Ah, so sehe ich mich. So, und jetzt hier kann man wahrscheinlich die Sitze umklappen, genau. Da kriegt mein Sohn die Kopfstütze ins Gesicht, das ist nicht so gut. Ja. Also vom Platz her
Ach nein. Das muss ich beim Tesla extra nochmal nachkaufen und hier ist es integriert. Schön. Was haben wir hier? Das ist ein Gepäcknetz-Set. Das kannst du aber einhaken. Ah, hier noch Kabelnetz für zu Hause laden. Das sieht hier aus wie ein Juice Booster, ist aber einfach nur ein ganz normaler Skoda-Ladeort. Ich hoffe, das habe ich jetzt. Jetzt habe ich das irgendwie doof verstaut. Probieren wir mal. Ja, wird schon gehen, ne? Ja, klar. Ach, wie spannend. Also, ich muss ja sagen, Skoda kommt hier immer auf irgendwie neue Ideen. Das hier, das ist ja richtig gut. Ihr kennt das, ihr habt einen Einkauf, ihr kauft Warnwesten. So. Ihr könnt natürlich hier, oder hier. Und dann, ne, sind sie immer so hier im Kofferraum hin und her. Und dann kommt Skoda daher. Irre. Wer macht das? Wahrscheinlich kann man es noch, ne? Wie fabelhaft ist das denn? Das ist absolut irre. Ich bin nachhaltig beeindruckt von diesen Dingern. Gut, elektrische Heckklappe, das ist hier nichts. Kann man ihn nicht verstellen oder so, aber das ist gut. Ja, Sitzheizung hinten, alles klar. Hier haben wir diese Sonnenblenden integriert. Auch toll. Schön. Mag ich. Das Lenkrad ist wirklich riesig. Ja, ne? Gleich gesagt. Und? Wie steht hier so ein großes Auto? Das musst du ja sagen, ich sehe es ja nicht. Man hat wirklich den Eindruck, sehr langsam zu fahren. Ja, oder? Und irgendwann fährt man dann plötzlich sehr langsam, weil man denkt, nee, wenn ich das Gefühl habe, ich fahre schneller, dann fahre ich zu schnell. Ja, ist so. Und ras mal hier nicht so, ne? Hier ist 50, du fährst schon 53, 52 schon. Also, was du auch schon gesagt hast, das stört schon ein bisschen mit der Regeneration. Dass man überhaupt gar nichts merkt, wenn man vom Gas geht, ist halt wie bei einem Benziner auch, der rollt einfach weiter. Das ist natürlich wirklich schön an einem Tesla. Aber ansonsten hat er ein wirklich schönes Fahrgefühl. Blinker gefällt mir besser als beim Tesla. Ich mache immer Lichthupe. Aber scheinbar bin ich die Einzige, die das Problem hat. Könnt ihr ja meine Kommentare schreiben. Ja, weiß nicht, Tesla-Fahrer. Habt ihr das Problem, wenn ihr blinkt, dass ihr dann das Fernlicht betätigt? Mir ist es noch nicht passiert, aber ich bin ja nicht das Maß der Dinge. Kann ja gut sein. Lasst es mich oder lasst es uns mal wissen, damit wir mal ein Feedback haben. Also das Navi ist beziehungsweise die Darstellung ist erfrischend hässlich. Also. Vielleicht kannst du das ja auch umstellen auf schön. Was ich beim Tesla total super finde, es hat wahrscheinlich allerdings auch eine Menge Entwicklungskosten mit sich gezogen, ist die Sprachsteuerung. Die erstaunlich gut funktioniert beim Tesla. Hier gibt es auch Sprachsteuerung, soll ich mal drauf drücken? Probier es mal aus. Drück mal drauf. Navigiere mich nach Dortmund. Gar nichts. Das ist ja spannend. Navigiere mich nach Dortmund. Aha. So. Auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich brauche ich eine Straße. Ah, guck mal. Dann werde ich mal eins davon nehmen. Nehmen wir mal das Nass Neues Freizeitbad Arnsberg.
habe das jetzt aber auch gedrückt. Nimmt es nicht? Doch, jetzt. So, jetzt geht die Navigation los. Und sie sieht aus wie das Malbuch meines Sohnes. Also es ist wirklich eine ganz kindliche Darstellung. Ich mag es nicht. Ich werde jetzt gleich nochmal den... Start. Ich werde jetzt gleich nochmal den... jetzt haben wir noch ein bisschen 3D-Ansicht. Es mutet so ein bisschen bauklötzig an. Muss ich ja sagen. Oh nein, die Polizei! Ich fahre mal hier auf den Park. Ich nehme mal an, dass die jetzt den Runnerfahrer erstmal catcht hier. Meinst du? Ja, ich denke nicht. Die fahren hinter uns her. Oh nein, wir sind dran, wir sind geliefert. Er guckt uns nicht an, er fährt da einfach nur rum. Jetzt sollen wir nochmal tauschen? Kannst du den... Ja, ja. Oh, jetzt fährt er gerade. Oh, jetzt dreht er. Oh nein, er will uns doch. Okay. Nee, gut. Dann, hast du jetzt irgendwas gedrückt? Achso, die Halte. Geparkt. Okay, dann steige ich mal aus, weil wir haben jetzt noch nicht den Start-Stopp-Knopf gedrückt. Sagt nix. Okay. Ja, jetzt ist leider der Akku meiner kleinen Actioncam ausgegangen und die SD-Karte ist gleichzeitig voll geworden. Und der Straße weiter folgen. Das Navi spricht. Und der Polizist, der da vorne fährt, der hat sich angesprochen. Er wollte nur wissen, wie sich dieses Auto fährt. Und ob das ein gutes Auto ist. Offenbar spielt er mit dem Gedanken, sich vielleicht auch so ein Fahrzeug zuzulegen. Ich hätte ihm vielleicht noch anbieten sollen, ob wir vielleicht mal eben Autos tauschen. Dann wäre ja kein Problem gewesen. Jeder mal eine Stunde in dem anderen. Ne? Videos. Die hängen hier mal dran, wo Personen den Tesla nicht gehört haben. With that, we'd be invincible. Willkommen zu Autotrons Dashcam Abenteuer! So ein Beschleunigungsstreifen ist 250 Meter lang. Und es gibt immer wieder welche, die nach 30 Metern... Na, wenigstens hat er mich gesehen. Und so ein Verzögerungsstreifen, der ist auch 250 Meter. Da kann man nochmal auf 100 Meter Berge mich überholen, ne? Ja, und ihr denkt euch, was soll das Video? Was will er uns erzählen? Was passiert hier? Tada! So eine Ausfahrt kommt doch immer plötzlich. So, der Bus macht's richtig. Anhalten beim Stoppschild. Ja. Und dann haben wir Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2, die dort alle irgendwie nicht gelernt haben. Ja, Auto John hält an, wartet ein paar Sekunden und fährt. Und ich war dann doch irgendwie verwundert. So weit sind sie ja gar nicht gekommen. So, wenn ihr einen Unfall habt. Warndreiecke raus, Warnwesten an, Unfallstelle absichern. Und nicht wie die Gesichter hier, schön zu fünft ums Auto rumstehen oder hinterm Auto. Wenn da einer reinballert, seid ihr Joghurt. Stestavre est ios hios as nu lanag miniam fors dias ei namal sed he sed ait
но что сто не все. Wie alle für bescheuert hier.